Ja, so schaut das Licht aus. Zeig mir mal das Licht. So schaut das Licht aus. Hör doch mal zu jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Deutschen Donnerstag. Na, so fangen wir heute fix nicht an. Hallo, wie schmeckt euch das? Der geht fix nicht. Hier, geil. Na. Ja, so ganz gut muss man sagen, dass heute ein neues Video droppt und ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt erst nach Hause. Na. Okay, also ich bin jetzt erst heimgekommen vom Set. Es war super anstrengend. Es ist 6 am Abend. Es ist fast. Wie spät ist es, Aramitovic? Es ist 7 am Abend. Gehen wir es gleich direkt an mit einem geilen Training ins Deutsche hinein. Und übrigens, eins habe ich noch gar nicht gesehen oder ganz vergessen. Ich glaube, ich muss jetzt schon irgendwas machen. Ein Zuschauer hat eine richtig geile Idee gehabt und ich habe sogar einen Screenshot gemacht. Da, der Maximilian Pfeiffer hat Folgendes vorgeschlagen. Für jedes englische Wort im nächsten Deutschen Donnerstag-Video gibt es 5 Liegestütze. Für jeden englischen Satz 10 Burpees und jedes Mal, wenn mir ein deutsches Wort nicht einfällt, 10 Squats. Ich glaube, mir ist schon eins eingefallen. Also geht's los. Eins. Du hast auch schon Burpee und Squat gesagt. 3, 4, 5. Das heißt Kniebeugen. 8, 9 und 10. Ja gut, das zählt aber nicht, weil das hat er selber in seinen Kommentar hineingeschrieben. Ja. Bevor wir aber jetzt das Training anfangen, glaube ich, brauche ich ein bisschen einen Zaubertrank. Wie schaut es bei dir aus? Diese Uhrzeit noch. Brauchst du einen Zaubertrank? Kannst du danach schlafen? Ja, na sicher. Brauchst du einen Zaubertrank? Ja oder nein? Gucken wir mal. Bevor ich aber den Zaubertrank holen werde, werde ich jetzt kurz mit diesem kleinen Schlawiner rumlaufen. Was machst du da? Nein, hey, nein. Du kleiner Krapfenkönig, was machst du hier? Come on! Kinder. Komm schon! Du kleiner, das ist eine Abkürzung! Der schummelt! Na! Guck mal! Du geiler Bananenkrieger! Oh mein Gott! Und jetzt! Halt, Posovic! Ja. Ein ganz lieber Junge. Danke. Du bist ja nicht erlaubt an der Bank. Das ist ja nicht erlaubt an der Bank. Hey! Mach! Hier! Boah! Das hat er auch dann dort. Okay, du bist. Da war kein einziges. Aui! Englisches. Aui! Das war unser Aufwärmprogramm. Ich muss mir trotzdem noch einen Zaubertrank holen. Ich geh jetzt geschwind Zaubertrank holen. Ich sehe euch in 5 Minuten wieder. Bis gleich, meine Freunde. Bis gleich, meine Freunde. Nice. Okay, ich bin wieder zurück. Liebe Grüße vom Didi. Er hat da ein bisschen einen Zaubertrank mitgegeben. Oh, danke. Weil ich dachte, die Österreicher gehen jetzt trainieren. Weil ich dachte, brauchen die ein bisschen Vollgas. Hey! Was? Was hab ich gesagt? Aha. Da wird die Grille ganz leise, wenn ich da auftauche. Ich weiß aber nicht, wo es ist. Irgendwo mit der Grille. Die singt mir ein Lied hier. Die Cricket. Das darf man nicht sagen. Jetzt musst du Liegestütze machen. Immer wenn ich ein englisches Wort sage, musst du 10 Klimmzüge machen. Auf jeden Fall den ganzen Tag am Set gewesen und jetzt haben wir gedacht, ich muss jetzt einfach noch schön reinviechern. Du hast richtig schönes Kopflicht auf der Glatze. Kopflicht, hallo, Kopflicht. Oh, geil. Ja, geil. Los geht's. Herzlich willkommen in der Bari bei Bartel Höhle. Hier sind die 10 Fragen an dich. Alles Salami klar. Oder Käse? Eindeutig Salami. Kniebeugen oder Schlafen? Schlafen. Zähne putzen oder Nägel schneiden? Definitiv Nägel schneiden. Pre-Workout oder Haarshampoo? Haarshampoo an Samstagen und Pre-Workout unter der Woche. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau oder Grün? Blau. Gehst du lieber zu Fuß oder fliegst du lieber mit dem Fahrrad? Ich fliege gerne mit dem Fahrrad, aber manchmal nehme ich mir den Luxus, dass ich auch mal zu Fuß gehe. Sehr gut, viel Spaß beim Training. Vielen Dank. Herr Johannes Bartel,
Was hätten Sie lieber? McDonald's oder Rindervergiftung? Wo ist der Unterschied? Waren Sie gestern zwischen 12 und mittags? In Italien oder beim Weihnachtsmann auf dem Schoß? Das war wohl in Italien beim Weihnachtsmann. Der wohnt nämlich dort in Rom. Lieber Boxen oder UFC? Boxen. Das hätte ich jetzt nicht. Sie haben genau 3 Sekunden Zeit, mir eine Frage zu stellen, bevor ich dieses Pre-Workout in mich hineinsauge. Ja, was soll ich sagen? Bombastisches Training heute. Kann man gar nichts sagen. Danke fürs Einschalten, meine Freunde. Oh, morgen wird noch viel mehr trainiert. Oh, soll ich euch einen schönen Garten zeigen? Was ist das? Oh, der? Servus. Schaut's aus, morgen wieder Training. Wird klasse. Ich zeig dir mal einen schönen Garten. Wenn das Fenster ist. Hallo! Ist hier jemand draußen? Alter, wer ist der? Übrigens, nur dass ihr wisst, mein Geburtstag ist in 9 Tagen. Da wird eine geile Party wird da los. Was war's, wenn ich das Wort nicht weiß? 10 Kniebeugen. 1, 2, 3. Ah, die brennen schön. Freue mich drauf. Morgen werden wir wieder eine fichern. Und bis dahin alles Liebe und ja, geil. Ready? Warte. Du kriegst mal den ersten. Der erste ist ja einfach. Okay, los geht's. Aha. Ja, und der war für dich.